Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mutant Year Zero. Ich möchte heute erstmal was versuchen, aber vorher habe ich noch was gesehen. Und zwar liegt hier noch Schrott, was wir mitnehmen können. Plus eine Truhe. Vielleicht hilft uns das bei dem Kampf. Raketenwerfer. Ah. Träger ist immun gegen kritische Treffer. Oh. Das gehört dann dem Tank wahrscheinlich. Oh. Hammond, bist du das? Never seen a corpse dressed like this before. Think he piloted this machine? Ja, könnte sein. So, wir haben jetzt alles eingesammelt. Ich werde jetzt mich hier einmal verstecken. So, dann wechseln wir zu ihm. Und dann verpassen wir. Erstmal müssen wir jemanden einen Helm verpassen, ne? Wegen dem kritischen. Genau. Du bekommst noch einen Helm, mein Freund. So, bitteschön. Okay. Ja. Let me ask you guys something. Is that a metal man working in there? Ja, den kennen wir schon. A man made out of metal. So, jetzt speichern wir das Spiel, weil irgendwie hat das beim letzten Mal nicht gespeichert. Zack. Immer gut, mehrere Spielstände zu haben. Und jetzt veranstalten wir einen Hinterhalt, aktivieren Dax und verpassen dem eine. I'm a death-dealing, soul-stealing, stalking machine, baby. Er hat mich nur gehört, ne? Also er hat mich nicht gesehen. Wir ignorieren das jetzt mal und wir gucken mal, was passiert. Who's got my back here? Ich glaube, der weiß was. Ja! Ich bin mir ziemlich sicher, da weiß was. Okay, das wollte ich nur mal testen. Spiel laden, genau. Okay, so viel dazu. Ich würde glatt behaupten, als allererstes wird unser Tank dann erstmal angegriffen. Das heißt, wir verstecken uns mit unserem Tank. Nur wo ist hier die Frage? Wir müssen ja quasi weg. Also eventuell hier hinter. Das ist nur eine halbe Deckung anscheinend. Und ich würde halt sehr, sehr gerne eine Granate mal reinwerfen. Wir gucken mal, welche Granate unser Kollege hier hat. Der hat einmal eine Handgranate. Schaden 4, Schaden 1, Radius 5. Ziel erleidet 2 Runden lang Feuerschaden. Ich glaube, ich würde dann eine normale Granate werfen. Das heißt, wir bereiten einen Hinterhalt vor. Oh, ich habe ihn nicht geheilt, ne? Okay, gut. Dann ist das jetzt unser Test. Aktivieren. Handgranate. Ja, gut. Ne, das ist jetzt das Molotow, ne? Ja, sehr schön. Oh, ich könnte den mit zerfetzen. Okay, perfekt. Ab geht's! Okay. Dann aktivieren wir ihn. Ich weiß ja nicht. Den Hund könnte ich mit einem kritischen töten. Komm, wir versuchen es einfach mal. Hi there. Ah, shit. Aber er ist jetzt so gut wie tot. Indem wir sie aktivieren. Und dann diesen Hund hier abballern. Great work. Okay. Er wirft eine Granate. Was, auf sie? Warum? Ich hab doch, der Tank war doch zuerst dran. Ach du Scheiße. Okay, lass sie bitte am Leben. Auf den kannst du ruhig zurennen. Oh, der Medibot.
You have killing to do. No time for rest now. Okay, du läufst mal dahin. Dann, ach, du kannst mehrere heilen. Schaffst du es bis zu hier rüber? Nein, okay, scheiße. Okay, man kann mit Medikit mehrere heilen, okay. Aber wir heilen uns erstmal. So. Die Deckung ist ja zerstört. Ja gut, das ist ein bisschen blöd. Und dann der Pyro weg. Sehr schön. So, Waffe wechseln. Und Hundi töten. Der Bot regeneriert sowieso gerade einen Schwachen. Okay, mit der laufen wir gleich weg. Oh, der kann sogar noch schießen in der Runde. Wie unfair ist das denn? Na gut, der hat daneben geschossen. Alles klar, mit der laufen wir jetzt so schnell wie es möglich geht irgendwo hin, wo sie in Deckung ist. Soll sie den Typen erstmal weglocken? Vielleicht ist das eine gute Idee. So. Du läufst mal hier hin. Dann aktivieren wir unseren Action Skill. Dann laufen wir hier hin. Schön in seine Fresse rein. Und dann gucken wir, was mehr Schaden macht. Alles klar. Hier. So. Wollen wir die Marodeur töten? Ne, wir greifen ihn an. Das ist der Marodeur. So, läufst du ihr hinterher? Nein! Sie, ah, läuft ihr nicht hinterher. Uncool. Okay. Du bewegst dich erstmal. Und zwar hier hinter diesen Stein. Dann erschießen wir den Marodeur mit deinem letzten Schuss. So. Du rennst hier hin. Mal gucken, ob wir ihn treffen können. Wir können ihn treffen. Dann gib ihm. Wir laufen hier hinter. Oh Gott, das ist... Puh. Oh Gott, wir können nicht schießen. Ich kann schießen. Das ist doch nicht dein Ernst. Oh nein, das... Wie kannst du denn verfehlen, sag mal? Ja, you will be happy am Arsch, ey. Ernsthaft? Ach, du ahnst es nicht. Ich muss nachladen. Es kostet mich einen Zug. Das heißt, ich darf mich nicht bewegen. Das ist gar kein Problem. Dann müssen wir den Hund erschießen. Scheiße, Mann. Ich habe noch ein Medikit. Ich kann noch nachladen. So. Nachladen. Schön in den Rücken schießen. Oh, oh, er ist hinter ihr her. Oh, er überwacht. Sehr schön. Personal injury detected. Reinserting intestines into patient's body cavity. Wir müssen den jetzt töten. Und danach wird geheilt. Und du, Madame? Du läufst noch mal ein Stück weiter weg. Nein, ich, oh Gott! Okay, habe ich nicht bedacht.
Oh, oh. Er läuft auf Dax zu. Scheiße, das ist nicht gut. Okay. Außer Reichweite. Ist das dein Ernst? Scheiße. Was kann ich hier machen? Befehle den Wurzeln naher Bäume den Gegner festzuhalten. Oh. Nein, das hätte ich machen können. Oh. Scheiße. Oh, ist das bitter. Okay, komm. Wir stecken uns hier. Außer Reichweite. Soll ich nochmal laufen? Wir laufen so ein Stück weiter, ein Stückchenweise voran. So. Kannst du ihn töten? Ich kann ihn theoretisch töten. Wir laufen hier hin. Okay, gib ihm, Dax, gib ihm! Oh, ich hab's geschafft! Holy shit! Oh. Alter, was ein Kampf! Was ein Kampf! Junge! Oh. Oh, sorry wegen meinem Commentary, ich war sehr angespannt. Rüstung. Oh. Aber ich musste, ich glaube, das Einzige, was ich gemacht habe, ist meine taktischen Gedanken an euch weitergegeben, oder? Ich glaube schon. Hey, Selma. You must have seen a lot of crazy stuff out in the zone, huh? Working with Hammond? I've seen things you wouldn't believe. The ruins of an amphitheater in an ancient city. A herd of zone bears grazing on fluorescent grass. Whoa, you're pulling my beak, right? Tell me more. Ain't no zone bears. Ain't no ancient city. But there's plenty of scrap out there. So why don't you find us some? Oh. Schöner Kampf. Schön viele Teile dafür bekommen. Oh, jetzt bin ich glücklich. Aber da hinten, das wird mir immer noch ein Gegner angezeigt. Ich weiß nicht, wer das sein soll. Aber gut. Öffnen wir mal diese Waffentruhe. So, Mimir, Nadelpistole, lautlos. Das wäre unsere dritte lautlose Pistole. Sehr schön. Ja, ich werde auf jeden Fall jedem eine lautlose Pistole in die Hand drücken. Also, ja, ganz klar. So. Keine Deckung zerstören, wirft nahe Gegner zurück. Was hat gerade die ganze Zeit verfehlt? Die Streukanone, oder? Ich weiß es nicht. Wir geben ihm mal den hier. Ja, ich brauche ein paar lautlose Sachen. Der hat Gene Janders. Hui. Was ein Kampf. Aber wirklich. So, was haben wir denn hier? Entweder durch die Optimierung deiner Körperfunktion kannst du deine maximale Gesundheit permanent um 1 HP erhöhen. Oder greif mich Knie wieder an. Du kannst der Kniescheibe eines Gegners mit einem einzigen Schuss erklären, dass sich letzterer 2 Runden lang nicht bewegen kann. Allerdings funktioniert das nur bei organischen Gegnern. Das ist schon ganz geil. Ich glaube, darauf gehe ich. So. Dann haben wir hier nochmal ein TP zusätzlich. Und Witzbold. Ziehe die Aufmerksamkeit von Gegnern 1 Runde lang auf dich. Du wusstest schon immer, wie du deinen mit, naja, Wesen auf die Nerven gehen kannst. Dieses Talent kommt dir auf dem Schlachtfeld wie gerufen. Du kannst jetzt die Aufmerksamkeit aller Gegner in der Nähe auf dich ziehen, um diese von deinen Mitstreitern abzulenken. Oder nutze die unglaubliche Kraft, die in dir schlummert und stürme auf deinen Gegner zu, selbst durch Wände. Getroffene Gegner gehen 2 Runden lang K.O. Ah, das ist auch gut. Aber ich glaube, Aufmerksamkeit brauchen wir. Weil es ist immer besser, wenn man einen einzigen Typen heilt, als wenn man die ganze Truppe heilt. So. Aufmerksamkeit will ich gar nicht auf mich ziehen. Na komm. Ein bisschen weiter werfen. Kann ja nicht schaden. Na gut. Ja, das war optional hier, aber wir haben gelevelt. Gar nicht so schlecht. Wir haben 2 Heilungen. Also ich bin eigentlich dafür, dass wir zurück zur Arche gehen. Auch wenn es mich wurmt, dass da hinten irgendwo ein Gegner sein soll. Aber für mich ist das ein Bug.
Oder... diese leichte Rüchse bietet Träger zwar eine Bewerkswerte, aber nur sehr geringen Schutz. Sie ist in der Zone häufig bla bla, okay. Das heißt, wir kriegen ein Leben zusätzlich. Die Ausrüstung bestimmt hier also den weiteren Odds. Na gut. Dann würde ich sagen, einmal kurz die Zonenkarte. Das könnte beim Metallvogel sein, oder? Ab zur Arche. War schon close, war schon close. Aber der Kampf hat mir echt gefallen. Das war ziemlich viel Pech gehabt. Also nicht, ja, nicht so viel, ein bisschen Pech gehabt. Aber wir können beim Ältesten vorbeischauen. Die Bastelgrube. Habe ich irgendwas zum Basteln? Welcome to the Fix Pit. My name's Delta. Ja, ich könnte das Ganze auf Stufe 2 aufrüsten. Ich glaube, wenn ihre Primärwaffe stärker wird, wäre das besser. Sie kann von ziemlich weit, weit weg angreifen, ne? Machen wir das mal so. Ich würde sagen, die Streukanone werden wir noch nicht auseinander basteln. Die behalten wir einfach nur, um den Mimir-Nadelpistole mal ein bisschen zu testen. Du hast doch einen Aufsatz, oder? Nee, du hast gar nichts. Na gut. 23 Waffenteile verfügbar. Ja, damit kann ich einen Scheiß machen. Na gut. Gehen wir mal kurz zum Ältesten. Mal gucken, was der so zu sagen hat. Your search for Hammond continues. Good. His skill with machines keeps the Ark's heart beating. But his curiosity. His curiosity may be his downfall. Always going deeper into the zone, searching for something that's not there. I beg you, stalkers, find Hammond before his questions kill him. Farewell. Ja, ich denke schon, dass seine Fragen ihn töten werden. Ich weiß nicht, ob wir ihn lebendig sehen. Keine Ahnung. Das können wir nochmal in der Bar machen. Well, look what the Zone Wolf dragged in. Good to see you. Wir gehen erstmal darauf. Es heißt ja, man soll nicht mit dem Feuer spielen, aber ich sehe das anders. Deshalb gibt euch der alte Pip ein paar Tipps, wenn man Grog braucht, ja. Ich meine, schlussendlich, das wird sowieso darauf hinauslaufen, oder? Mehr Granatenschloss brauche ich noch nicht derzeit. Wir gehen mal darauf. Gibt es eigentlich noch andere Talentbäume oder nur diesen? Irgendwie seltsam, oder? Till next time. So, und Iridias Laden. Was haben wir denn hier? Hast du was Neues für uns? Eine schicke Rüstung und Scope. Kritische Trefferchance. Das hat ja die Olle drauf, ne? Was ist das? Zielenbonus. Ah, okay. DP plus 3. Ein Koffer mit Kupfer, Bandagen und verschiedene. Ich glaube, davon kaufen wir uns einen. Bye. Den Rest werden wir bestimmt auch finden. Okay, puh. Zurück zur Hochstraße. Eines Tages gehen wir zum Metallvogel zurück. Ich habe das Gefühl, dass die Level hier ziemlich schnell kommen, oder? Weil wenn da hinten schon Stufe 20 ist. Also schon nicht um die Ecke. Aber trotzdem ziemlich nah dran. Wieso leuchten wir? Und du nicht? Achso. Ja gut, hier wird wahrscheinlich sonst nichts weiter sein. Ich höre zwar Vögel und so, aber... Ja Mensch, dann vögeln sie halt rum. So. Was wollte ich jetzt machen?
Mutationen? Achso. Was sind die Dinger? Eine höhere. Muss man das Ding auch aktivieren? Ja, das muss man aktivieren. 100%ige Trefferchance und Treffsicherheit. Alles klar, das müssen wir auch auf jeden Fall ausnutzen. Dass wir das haben. Damit können wir einen sicher gut wegballern. Wieso ist da jemand? Ach, da waren wir noch nicht. Oh. Stimmt, wir sind hier noch gar nicht hochgegangen. Dann tun wir das mal. Wir wissen jetzt, dass da ein Gegner ist. Okay. Die Frage ist nur, wie viele. I don't think we want Rodhead over there to call his buddies. Let's stay hidden. Hey, you on the truck? Ugly face. You see anything out there? No, there's nothing out there. It's the zone. And stop calling me ugly face. Look at your face. I can't look at my face. It's my face. Now put your eyes out there and look for intruders. Okay, ich muss mal meine Leute kurz hier verteilen. Wir werden uns mal alleine bewegen. Mal ein bisschen die Lage sondieren. Und vielleicht können wir den einen oder anderen schon ausschalten. Erstmal wird nach Loot gesucht. Zack. Und nach guten Positionen. Ich laufe halt jetzt gerne. Ich weiß nicht, warum ich alleine hier durch die Gegend laufe, aber ich mach's halt einfach gerne. Das ist halt irgendwie. Ich finde es irgendwie angenehmer. Hat er wieder den Blick fürs Wesentliche. Wie zum Beispiel diesen Schlechter. Oh, ich wollte keinen Hinterhalt drücken. Oh. 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 Okay, Zeit, den Skill auszuprobieren. 99. Okay, wir haben ein Problem. Wir haben ein großes Problem. Aber ich versuche es jetzt einfach mal so. Wir haben verkackt. Es ist mir jetzt schmerzlich bewusst. Aber es ist kein Gegner in der Nähe. Ja, lauf mal darüber. Da sieht er mich. Sprint. Wir können einen Sprint hinlegen. Ach du Scheiße, wie viele sind denn da? Uff. Könnte sogar auf einen schießen. Könnten ihn herlocken. 25%ige Chance. Also oben sind zwei, ne? Wir greifen auch mal den Schamanen an. Ich meine, wir haben es ohnehin schon verkackt. Jetzt kommt er hergelaufen. Waka waka waka! Waka waka waka! Huch! Oh. Alles klar. Okay, just, wir haben ein Problem. Oh Gott, sind das viele. Nee, das müssen wir anders angehen lassen. Das müssen wir angehen. Ich habe aus Versehen X gedrückt. Ich wollte noch nicht angreifen. Ich wollte erst die Lage sondieren. Das Problem ist auch, dass wir keinen One-Shotten können. Es sei denn, wir laufen zu zweit. Okay, Freunde, ich positioniere mich wieder oben und dann sehen wir uns gleich in der nächsten Folge oben. Gleich in der nächsten Folge. Wartet mal 24 Stunden gleich. Und ciao.